Ja, hallo alle miteinander zum mittlerweile vierten Gruppenspieltag des Fun Cups der Optimale in der 16. Auflage. Und diesmal, ja, ist Momaino verhindert und dadurch, ich nenne ihn mal nicht Gastmoderator, ich nenne ihn mal Junior-Moderator, nämlich Chesimbi oder Sander. Hi! Aufgestiegen, juhu, weg vom Gastmoderator. Und die Schmach von gestern muss ich auch noch einzahlen. Ja, ne? Du Sprechstangenspieler, Ja, Brechstange, in Anführungszeichen bitte. ja, aber ohne viel dumme Quatsche ab zum ersten Spiel. Und da haben wir uns ausgesucht, Zwickau 2012 gegen. Das Team 1, 2, 2, 4, 5, 5 aus Griechenland. Da müsste sich vielleicht Team 122455 auch mal in den Clubtalk schreiben, ob sie Team 12245 5 genannten werden möchten oder Team 122.455, ne? Ist ja auch so ein Ding. Ja, oder die schreiben dir, wir wollen das auf Griechisch haben, die Zahlen, dann machst du das aber. Ja, das wäre eine Überlegung. Ja. Das wäre natürlich ein Ding. Aber mal gucken, ob er sich meldet. So, und damit ab zur Sachsenring Arena. Ist ja bei dir um die Ecke dann. So ungefähr, ja. Aber ich habe leider noch keine Außerirdischen gesehen. Ich war noch nie in Zwickau. Aber Spaß beiseite, 90% gefüllt. Jetzt wird's ernst. Es geht hier schließlich um was. Tolle Stimmung, schon kurz vor Anpfiff. Jawohl, so muss das Und sein. da ist das Tor auch schon. Das ging schnell. Für. Zwickau, Notta. Oh, rote Karte. Es. Oh, Für die Griechen, na soll. es läuft für Zwickau. Ja, absolut. Also rote Karten sind echt häufig in diesem Fun Cup diese Saison. Unglaublich. Schön, dass in der 24. Minute festgestellt wird, dass das Spiel spannend von der ersten Minute ist. Und Torschance wieder für Nutter. Mann, der legt aber los. Tja, jetzt nutzen die das wahrscheinlich aus. Und 43. wieder Notter, jawohl. Ja. Nutter will noch eins draufsetzen. Und die Griechen, die Team hat nur eine Torschance gehabt und sonst, Quatsch, eine rote Also, Karte und sonst nichts, ne? aber das Kartenspiel gewinnen sie. Ja, auf jeden Fall. Und wieder Nutter. One-Man-Show hier. Aber da ist schon die 87. Nicht Notter. Das ist die Meldung des Tages. Muschel? Nee, Muschel steht da. Oh, Na. shit. Ah, da Und ist da Nutter wieder wieder. Notter. Nutter, einen hat er reingemacht, aber seitdem, Ja. vergebene Torschancen. Oh, 92 ist denn nicht drin. Oh. Da wäre es aber nochmal dünner geworden, Ja, wenn der Trommelschlüssel auf den reingegangen Rasen, wäre. das wär's gewesen. Das wäre eine Ja. Sensation. Absolut. Damit Ja. haben wir das erste Spiel trotz der vielen Chancen doch nur knapp 1-0 gewonnen Ja, für Zwickau. das war eigentlich mehr drin, vor allem für Nutter. Ja, genau, man muss es ja so sagen. Nicht für Zwickau, sondern für Nutter Notter. hatte, glaube ich, 5 Torchancen, ein Tor und ja, und die Ja. Muschel, nee, Muschel war's. Ah, ich hab das mit der Muschel drin. Ja, egal, Muschel noch mit einer Chance, ja. Genau. Zwickau, Am Ende. Ja. Kann man nichts sagen. Wahrscheinlich war das heute das Brechstangen-Team. Man weiß es nicht. Ja. Also Team 122455 oder 122.455, kannst ja gerne mal in den Club Talk reinschreiben, wie du genannt werden möchtest oder ob du die Zahlen auf Griechisch haben willst. Ich würde es versuchen, bei Wunsch. Aber ansonsten würde ich sagen, ab zum nächsten Spiel, oder? Machen wir mal weiter, ja. Ja, und als zweites Spiel haben wir uns ausgesucht das Außenseiterspiel Elf Füchse gegen Den guten Veranstalter FC Heitzingen. ja, eigentlich eine klare Rollenverteilung hier. Ja, also I oder L Punkt Füchse, die haben ja bisher alles verloren. Die Tipps gehen auch stark zu FC Heising, auch wenn sie auswärts spielen. Ja. Und Auch so teilweise mal sehr hoch. eingeblendet. Also 4-0 oder so wurde auch getippt, glaube ich. Ja, ich habe glaube ich 4-1 getippt. Ja. Ja, mal schauen. Ein zweiter Ball, Mann, sind die Die unkonzentriert dritte heute, die Minute Bayern? schon, ey, kommt schon. Ja.
Oh, da geht's auch wieder mit Kartenspiel los hier. Tja, Und? und Tor. Wie soll es Ja. denn anders sein? Anung San Hutun. Und damit. Mittlerweile habe ich erfahren, dass er nicht aus Korea stammt, sondern aus Myanmar. Oh, okay. Aber damit geht es ja gut los für eure Tipps. Ich glaube, ich habe auch für Heising getippt, fällt mir gerade auf. Ja. Also, es läuft. Ja, G erste gerne noch Halbzeit. mehr Tore, aber Ja, ja. das war schwach. Also die erste Halbzeit war, naja, verbesserungswürdig. Gucken wir mal, wie es Und weitergeht. Tor für... Oh. Was? Autsch. Oh Mann, der Tipp. Nein, komm, Heising. Hau noch mal einen drauf. Also Heising, ich habe... Ach du Scheiß. Hat er die schon in Schongang gesetzt, die Mannschaft, oder was? Also Wie was für eine Enttäuschung, also ehrlich. kann man gegen die Füchse verlieren? Also nicht verlieren, aber unentschieden. Ja, also gefühlt ist es verloren. Weißt du, gegen Kassel, dann gewinnt er knapp und dann haut er hier aber die Elfüchse hauen ihn in Unentschieden rein. Unglaublich. Ja, also... Vor allem ausgeglichen im Prinzip, von Chancen und gelben Karten her. Ja, auch von Ballbesitz ist das nicht wirklich ein Riesenunterschied. Also, meine Güte, was war denn da los? Ich Es hätte ja gesagt, hätte das mit Absicht gemacht, wenn er auf sich selber unentschieden getippt hätte, aber das hat er ja nicht, von daher gesehen. hat wahrscheinlich auf Diva getippt und die total unterschätzt, Heising. Das war nix. Nee. Ist zwar durch, glaube ich, damit, rechnerisch, aber trotzdem war das eine schwache Leistung. Ja, wie hieß es bei den Deutschen, die Schande von Gion oder so, ne? Ja, genau. Aber Können. das war ja eine Absprache, wo beide weiterkamen. Die Ja, ne, Elfüchse. also deswegen ist das noch nicht ganz so die Schande, aber komisch Tja. ist es schon. Das war, naja, muss er mit leben jetzt. Ja, das wird ihm nachhängen. Auf jeden So, Fall. und damit ab zum nächsten Spiel. Hoffentlich einen besseren und spannenderen. Es kann nur besser werden. Ja. Ja, und damit zu dem nächsten dritten Spiel des Tages für uns heute und hoffentlich auch besseren oder spannenderen, nämlich Rot-Weiß Lüdenscheid gegen Den FC Helltown. genau am Nattenberg, was auch immer das bedeuten soll. Ja, da wie es steht, am Nattenberg. Ja, die Namen haben ja meistens irgendeine Bedeutung. Kleines Stadion, aber gut gefüllt. Ja. Und die Mannschaften, ja, mit Heimvorteil kann man sagen, gleichwertig. Ja, und da ist das Tor schon. Vierte Minute für, Oh. sage ich es nie, ich habe eben noch Kopf Heimvorteil gesagt. Foma Haxai schießt das Tor. Ja, ein Name wie aus dem Bilderbuch. Oh, ein Heißluftballon hast du denn auch gesehen? Der hat eine schöne Farbe. Und 17. Oh. 2-0 sogar. Also Heimvorteil ja, aber ich habe schon ein bisschen mehr Widerstand von Helltown jetzt erwartet. Ja, in der 22. Minute die erste Antwort überhaupt, nämlich eine vergebene Torschance. Und die zweite, ja, jetzt melden Sie sich mal langsam, sage ich mal. Ja, da fängt Und die noch ein zweite Tor? Halbzeit an mit. Na also, der Anschlusstreffer. Nicht der Gnadenstoß. Nein. Also da geht noch was. Und Foma Haxai versucht es wieder. Ja. Schon wieder eine rote Karte. Gelb-rot sogar. Meine Güte, was für ein unfairer Funcup, ey. So, jetzt Helton. Jetzt ist die Chance da. Gegen 10 Mann. Aber da ist schon die 84. Minute. McIlroy. Tja, und viel kommt auch nicht mehr. Ah, Mann. Helltown konnte die letzten Minuten der Überzahl nicht nutzen. Nee, absolut nicht. Also, Na gut, liegt vielleicht auch daran, weil England schon aus der WM raus ist. ja, Kleiner Sidekick. Side-Spoiler. Genau, Sidekick. Oh Mann, ey. Ja, da war wo sind wo die Spieler des FC Helltown mit der Gesamtsituation unzufrieden. Obwohl sie mehr Chancen hatten, haben sie verloren. Aber Tja. ansonsten, Ja. ja, faires Spiel, knappes Ergebnis. Und Oh. damit ab zum vierten Spiel.
Ja, und hier kommen wir zum letzten in Vollzeitlänge gezeigten Spiel, nämlich Viola Wien gegen Dynamo Changjiang, Mann. Aus der spannenden letzten Gruppe G. Ja, das geht. Was geht Ja. das letzte? Okay. In der Arena Viola. Auch sehr gut gefüllt. Ja, ist ausgelastet. Nahezu. Und gleich starke Mannschaften im Prinzip. Ja, mal gucken, ob dieser eine Punkt ein Nachteil wird für Viola Wien. Ja, da gleicht sich mit dem Heimvorteil aus, würde ich sagen. Und erste Minute schon, da läuft ein Polizeihund, super. Eine andere Art von Flitzer. Auf jeden Fall. Ein Oh Mann, geht Höhenhund. schon wieder los. Oh Mann, das schreit ja schon fast nach einer roten Karte wieder. Ja, irgendwie schon, ne? Oh, Außenseiterführung. Oder was heißt Außenseiter? Auswärtsführung, Genau, so. eben Das wollte ich von sagen. Amando Molo, mal ein Name, den man aussprechen kann. Oh, der hat auch eine Chance noch gehabt, aber nicht drin. Oh Mann, die gelben Karten, mein Gott. Aber nur bei Viola Wien, glaube ich, momentan. Und der Ja. Ausgleich in der 45. Minute durch ein Konter Ja. über mehrere Stationen. Ja, du kannst gut ablesen. Man muss auch lesen können. Ah, gelbe Karte auf der anderen Seite und ein Tor. Oh, Spiel gedreht. Kenne ich nur zu gut. Oh. Was? Die einzige gelbe Karte für Eltern wird zu einer roten. Eltern? Nee, das war Quatsch. Oh Mann, Canjamin meine ich natürlich. jetzt Yeah. war es das wo gegen 10 Mann, ob da Dynamo noch mal kommen kann. Nee. Nein. Oh Mann. Das ist natürlich bitter. Da führt man, das Spiel wird gedreht und dann kriegt man hinten raus noch eine rote Karte Oh Mann, reingedrückt. vor allem Dings hatte drei gelbe Karten, Viola Wien und Ja. Benjamin eine und die wird zu einer roten, ey. Unglaublich. Ja, das ist schon Aber heftig. ich glaube, warte mal, wir hatten von den vier Spielen waren drei mit roter Karte. Unglaublich, ey. Was Ja, für yeah, Glück hier. also wir können dann gerne noch mal kurz in die Statistiken reingucken, aber die Latte an rot gesperrten ist, glaube ich, nicht kleiner geworden. Aber bevor Nee, wir dahin, das hat sich gut ausgeglichen. genau, bevor wir dahin kommen, würde ich aber eher sagen, gucken wir mal auf die Ergebnisse, die wie folgt aussehen. Ja, und die Ergebnisse könnt ihr euch ja selber anschauen, deswegen erzählen wir kurz mal die Gruppen. Und da würde ich sagen, da ich letztes Mal mit der rechten an durchgehen durfte, fange ich diesmal mit der linken an. Tu dir keinen Zwang Und an. ja, und da wäre Plinsen Hamburg in Gruppe A auf Platz 1 mit 9 Punkten und durch die Tordifferenz von plus 5 auf 1, die Apachen auf 2 mit einem Tor weniger, dahinter Borussia Bergstedt mit 6 Punkten. Ja, die heute wieder verloren haben, wie man hier oben sieht. Und bei denen geht es morgen dann schon um alles gegen Plinsen Hamburg. Die müssen sich anstrengen, sonst war es das mit Weiterkommen. Passt schon. Spielkühler, die sind schon raus. Die sind schon raus. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Also in zwei Spielen können die nur 6 Punkte machen. Die sind weg vom Ja. Fenster. Von daher gesehen schon mal Für Bergstedt danke. freut dich aber wahrscheinlich, ne? In der Gesamtliste, wenn die rausfliegen, dann hast du was zu grinsen. Ja, dann wird der Abstand wieder vergrößert, wie es geplant Dein war. Ego wieder, ey, unglaublich. Komm, mach Gruppe B. Ja, da sind für mich überraschenderweise die 0-9er wieder vorne, die heute mal gewonnen haben. Gegen, was war das, Botropolis war das, glaube ich, ne? Ja, gucken wir uns das nochmal an. Ja, gut. Das mit weniger Stärke war mit Heimvorteil für Botropolis schon eine Überraschung, finde ich. Und damit Botropolis auf dem zweiten Platz mit einer Tordifferenz, ne, Quatsch, jetzt habe ich wieder verguckt, mit drei Tordifferenz besser als die Griechen. Dessen Namen ich jetzt mal nicht wieder laut ganz vorlese. Und auf dem letzten Platz FSV Zwickau mit 4 Punkten. Und durch den Sieg der 09er ist alles wieder offen geworden, schön. Jeder kann weiterkommen, jeder kann rausfliegen und damit ab zur Gruppe C. Genau, und da Gruppe C. Schwarz-Gelb 09 Dortmund auf Platz 1 mit 7 Punkten und einer Tordifferenz von plus 3. Dahinter Remda mit ebenfalls 7 Punkten, aber ein Tor weniger in der Tordifferenz.
Dann kommt auf Platz 3 Rocky 41 mit 6 Punkten, aber schon minus einem, und Tash hat nur 3 Punkte. Eine Tordifferenz von minus 4, aber theoretisch hat auch noch Tash alle Möglichkeiten weiterzukommen. Ja. Er muss halt bloß noch eine Masse an Toren schießen im dümmsten Falle. Und das dürfte in dieser Gruppe doch recht schwierig werden. Aber theoretisch, zwei geschossenen Toren, ja. Theoretisch ist das durchaus noch möglich. Wie es praktisch umsetzbar ist, ist die andere Frage. Und damit ab zur Gruppe D. Ja, und da sehen wir schon den ersten, der eine Runde weiter ist, nämlich den FC Sandorf, der mit 12 Punkten jetzt nicht mehr vom Weiterkommen gehindert werden kann. Dahinter mit 7 Punkten die ersten FC Knappen und dahinter der viel favorisierte Vogelhusen nur auf den dritten Platz mit 4 Punkten. Die müssen nochmal ein bisschen Gas geben. Und auf dem letzten Platz ohne Punkte und ich glaube sogar mit den meisten Gegentoren von 13, ja, der TSV Westerhof. Ich glaube sogar die schlechteste Tordifferenz insgesamt auch, ja. Genau, und ich bin gespannt. Entweder die Fockenhusen müssen sich jetzt noch ein bisschen anstrengen oder die Leute, die Fockenhusen auf den Sieger getippt haben, müssten jetzt ihren Siegertipp nochmal überdenken und lieber ein paar weniger Punkte nehmen als gar keine vielleicht. Ja. Aber damit, zur Gruppe E. Genau, zu eurer Gruppe, wenn ich das so bezeichnen darf. Ja, kann man so sagen. Also, FC Heising ist da auf Platz 1 mit 10 Punkten und einer Tordifferenz von plus 5. Dann kommt BC Sport Kassel 2012, mit 9 Punkten und einer Tordifferenz von plus 6. Dahinter kommst dann du mit 3 Punkten. Und eine Tordifferenz von minus 3. Der besser laufen können. Oh ja, und die I-Füchse, die jetzt schon raus sind, sicher, mit einem Punkt und minus 8. Zusammenfassend kann man sagen, du hast noch Möglichkeiten weiterzukommen, du müsstest jetzt aber die letzten zwei Spiele gewinnen. Sagen wir auch, es liegt nicht mehr in meiner Hand. Ich muss auch auf Unterstützung von Heising und den Füchsen hoffen, naja. Ja, natürlich. Oder du schießt eben in dem Spiel 10 Tore, dann geht das auch. Ja, was bringt mir das, wenn Kassel gegen die Füchse gewinnt? Ja, dann bringt dir das gar nichts, richtig? Ich brauche Schützenhilfe, sonst wird das nichts mehr. Ja, aber theoretisch ist es noch möglich. Ja. Von daher, ab zur Gruppe F. Ja, da haben wir einmal auf dem ersten Platz die Sarower Stürmer mit 9 Punkten. Dahinter den ersten FC Schlappschuss mit 6 Punkten, der auch ziemlich schlapp schießt. Ich glaube, jedes Spiel bei denen ging gerade mit 1-0 oder 0-1 aus. Das ist unglaublich. Guck dir die Tordifferenz an, beziehungsweise 2 Tore geschossen, 2 reinbekommen. Das ist, wenn ich mir so kurz überfliege, das sind die mit den wenigsten Toren geschossen und mit den wenigsten Toren reinbekommen, Mannschaft. Ja, das waren wirklich nur 1-0, entweder 1-0 gewonnen oder verloren. Ja. Unglaublich. Und dahinter ebenfalls mit 6 Punkten, die heute gewonnen haben, Rot-Weiß-Lüdenscheid, aber schlechtere Tordifferenz als die Minimalisten vom 1. FC Schlappschuss. Und dahinter auf dem letzten Platz FC Heldtown mit 3 Punkten, aber einer positiven Tordifferenz von plus 1. Und damit zur Gruppe G. Genau, bei Gruppe F könnte man auch sagen, alle haben da noch die Möglichkeit weiterzukommen. So, und Gruppe G, ja, wie sich's gehört, 1. FC Aprisos auf Platz 1, sicher durch mit 12 Punkten und einer Tordifferenz von plus 7. Wie Cäsar in der dritten Person von sich sprechen, ja. der war gut. Oh Mann, ey. Ja, und wenn ich darauf hindeuten darf in diesem Moment, nehme ich mit derselben Punktzahl, mit derselben Tordifferenz wie FC Sando 07. Und wer hat die beiden ins Finale getippt? Ich. So, aber weiter in meiner Gruppe. Also es war so ein Hinweis an alle Focken-User-Tipper, wen ihr so tippen könnt. Ne? So. Real Lahnstein auf Platz 2 mit 6 Punkten, aber einer Tordifferenz von minus 5. Das finde ich auch wieder geile, geile Sache. Dahinter dann auf Platz 3 1. FC Jak Melnik mit einer Tordifferenz von 0, aber 8 geschossenen, 8 bekommenen und 3 Punkten. Dass sie Serber sind, musst du das C wie Tschö aussprechen, nur so nebenbei. Okay, also Melnik. Jatsch Melnitsch oder so. Melnitsch, okay. Auf dem vierten Platz dann Blau-Weiß Kingston mit ebenfalls 3 Punkten, aber eine Tordifferenz von minus 2. Aber auch hier können
Um Platz 2 jedenfalls ja, noch alle Mannschaften kämpfen, also... Die Tordifferenz ist das alles möglich. Ja, absolut, ne? Also das ist echt der Hammer. Oh Mann. Und damit ab zu Gruppe A. Ja, da hätten wir einmal Viola Wien, auch hier herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen mit 10 Punkten und einer Tordifferenz von plus 6. Dahinter Afrika Bambaataa mit 7 Punkten relativ sicher noch, aber können noch jeweils von Rot-Schwarz-Wilkenburg mit 3 Punkten und Dynamo Ganschewenf mit 2 Punkten überholt werden, theoretisch. Je nachdem, genau, wie die Spiele verlaufen und wenn sie verlieren, dann... Aber trotzdem ist die Spannung relativ schon raus, auch hier. Also es gibt noch ein paar Gruppen, wo noch Spannung da ist, ein paar, wo schon zumindest ein Platz sicher vergeben ist. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ich freue mich auf die nächsten zwei spannenden Spieltage. Also zumindest der nächste Spieltag wird auf jeden Fall noch spannend. Ja, das wird schon für viele Gruppen eine Entscheidung geben müssen. Ja, aber ich vermute mal, Gruppe F wird auch noch nach dem Spieltag offen sein. Ja, ich könnte auch auf Gruppe B tippen, je nachdem wie Zwickau dann das Spiel für sich noch entscheiden kann. Ja, genau, genau so. Aber damit vielleicht... So ist es daher ja noch interessanter für einige andere, das Gewinnspiel, das Tipp-Gewinnspiel. Ja, das gucken wir uns nochmal an. Genau, da gehen wir nochmal hin. Ja, das Tippspiel. Gestern noch so gelobt, dass wir so gut tippen, heute alles im Arsch. Oder? Weißt du, was mir auffällt, bevor wir überhaupt die Rangliste sagen, mir fällt gerade auf, dass du nicht die Apachen vom dritten Spieltag nachgetragen hast. Das können wir jetzt live für die Zuschauer ja mal mitmachen. Die Apachen von... Achso! Ja, jetzt... Können wir ja mal machen, dann vielleicht tut's ihn. Sollte sich noch was tun, glaube ich, an der Rangliste. Genau, also hier sind auf jeden Fall 0. Okay, hier was haben wir da? 2 Punkte? Da ist 0. Ja, da ist 0 und... Und 1 Punkt. 2 Punkte, meine ich doch. Genau, so. Ja, damit rutschen die runter. Auf 4, ne? Ja, der Rest tut... Doch, da tut sich einiges. Oh, scheiße. Okay, die rutschen sogar auf 5, weil Tesch damit auf 4 rutscht. Aber noch vor Heising, also... Nee, vor mir meine ich so. Also 5 und die Tesch auf 4, dann passt es wieder. Nein, auf 5. Ja, gut. So. So. Vor mir alles sind klar. Sie noch, ja. Dann passt es. Gut. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema unseren heutigen Spieltag. Ja. Das Spiel, was wir gezeigt haben, nämlich gegen Heising, ja, 8 Leute haben drauf getippt, 8 Leute wurden schwer enttäuscht. Das kann man so sagen, ne? Da darf man gespannt sein, was morgen oder übermorgen der gute Heising dazu sagen wird, zu dieser Blamage. Bin ich sehr gespannt drauf. Nee, da war wohl nichts. Nee, nicht wirklich. Aber weißt du, was mich am meisten freut? Deine Punkte-Serie ist damit endlich auch zu Ende. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich an diesem beschissenen Tipptag immer noch der Beste war, weil ich auf mein Spiel getippt habe, was ein todsicherer Tipp ist. Mann, spar dir dein Ego, ey. Das will hier keiner hören. Damit vertreibst du die Zuschauer so dermaßen. Das ist der Grund, warum die Aufrufe so wenig sind. Ach Mann, ey. Also, wenn ihr sagt, ich soll damit komplett aufhören, dann schreibt es in die Kommentare, dann höre ich damit auf, dann bin ich hier komplett neutral. Und ja, aber ansonsten sage ich mir, heizt das ein bisschen die Stimmung an und ein bisschen Stimmung kann man ja machen, finde ich. Und von daher gesehen... Ja, kann man, aber muss man das auf sich selber machen immer? Ja, mein Gott, ich meine das doch nicht böse, Mensch. Ich sag das doch nur aus Spaß und Fun und ein bisschen Kommentare hier rauszukitzeln oder Gegenkommentare rauszukitzeln. Und ich sag mal so, auch du hast doch gut getippt. Du hast 50% der Tipps richtig erstmal auf den Sieger. Ja, 2 von 4. So schlecht ist das auch nicht. Ganz einfach. Ja, und es gab auch noch zwei andere, die 3 Punkte geholt haben hier, weil richtiges Ergebnis getippt. Also ich bin ja auch nicht der Einzige. Ich verheimliche ja auch nicht, dass andere gut tippen. Überhaupt nicht. Ne? Mhm. So, aber damit gehen wir noch... Ja, dann lassen wir jetzt hier langsam die Hufen kommen. Genau. Und zwar fangen wir diesmal von vorne an. Wir können ja mal abwechselnd machen. Erster Platz Aprisos, jetzt nur noch mit 59,063 Punkten.
Auf dem zweiten Platz haben wir die ersten FC Knapp 04 mit 51,563 Punkten. Dann auf Platz 3 FC Sando 07 mit 48,750. Dann haben wir, wie wir gerade festgestellt haben, auf dem vierten Platz den FC Tesch mit 47,143 Punkten. Auf Platz 5 die Apachen, die wir jetzt nachgetragen haben, mit 42,500. Dann komme ich auf dem sechsten Platz mit 42,188 Punkten. Dann schon auf Platz 7 der gute FC Haizing mit 37,500. Dann kommen da Vogelhusen mit 32,813 auf dem achten Platz. Und dann kommen auf Platz 9, die jetzt angefangen haben zu tippen, dank unserer lieben, netten Aufforderung. Und da sage ich mit Bedacht wir und nicht ich, ne, Jessimby? Ja, nicht, dass du es überhörst. Also wir haben das gemacht. Und Viola Wien mit 18,75, das kommt aber daher, weil erst ein Spieltag tippt. Boah, und den, wir sind schon 3-0er, ne? Boah, ist noch, ja, ist halt gleich schlecht gelaufen zu Anfang. Aber es kann ja, man hat ja dadurch ein gewisses Steigerungspotenzial. Da bringen wir es nochmal zu Ende mit dem 10. Platz Helltown, die noch nicht gedifft haben und einen Punktzahl von Diff-0 haben. Genau, also wenn sie morgen nicht tippen, sind sie sowieso raus. Ja, das war's dann. Von daher gesehen haben wir dann 9 Tipper, die hier mittippen, die dann die Chance haben, auch hier unten den Gewinner- und Finaltipp zu erreichen. Ja, es wird immer schwieriger für mich zu gewinnen, ey, unglaublich. Ja, es wird allgemein schwierig, das Ding zu gewinnen, weil auch wenn jetzt hier zwischen 1. und 2. noch 8 Punkte sind, aber der Abstand schmilzt. Am Anfang hatte ich 65 Punkte, da hatte ich, glaube ich, fast 20 Punkte Abstand. Oder ja, 10. Gut, du musst, um die Punkte zu halten, musst du bei mehr Spielen natürlich immer mehr Punkte machen. Ne? Irgendwann geht es ja nicht mehr. Eben, und das ist es ja, wo ich mir dann sage, ich hoffe ja dann so hinten raus, dass dieser Anfangsbestand mich hält und ich hinten raus vielleicht die letzten 2-3 Spiele noch ein bisschen taktieren kann. Aber mal schauen, wie das wird. Also, liebe Zuschauer, macht euch keine Sorgen, der Aprisus wird den Doppelpack nicht holen. Wer die letzten Auflagen gesehen hat, hat immer gesehen, dass ich am Ende nochmal gut aufgeholt habe. Ja, das ist so weit nebenbei. Insbesondere das erste Mal, das war sensationell. Genau, du hast jetzt hier die Tipps abgegeben, du hast ja auf FC Sando als Sieger getippt und Gegner Viola Wien, ist ja beides noch gut möglich momentan, von daher gesehen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe auf das Beste. Wo es schwierig wird, Vogelhusen, ne, mit Vogelhusen als Gewinner, die ja momentan noch nicht auf dem Platz sind zum Weiterkommen, da wird es nochmal eng. Sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das umtippt, auch an Heising gewendet, die ja auch auf Vogelhusen getippt haben, und an die Apachen, da sieht es ebenfalls noch schwierig aus. Aber ansonsten, denke ich mal, läuft das ganz gut. Einige haben auch schon vorbildlich, wie sie sind, hier vorgetippt. Das werde ich wohl auch noch tun, zumindest für morgen, denn ich kann schon ankündigen, dass morgen ich nicht aufnehmen werde, kann, tun soll. Das wird dann gegebenenfalls Momino auf seinem Kanal dann mal morgen eine Folge machen, weil ich einfach keine Zeit bzw. wahrscheinlich nicht in der Verfassung sein werde, aufzunehmen zu können. Also wahrscheinlich einfach kein Bock. Okay. Nee, kein Bock, so kann man alle das nicht Zuschauer nennen. Sind enttäuscht. Ja, einfach Geburtstagsfeier von meiner Freundin, auch da schon mal schönen Gruß hin, wenn sie das Video irgendwann mal sieht. Aber sie hat mir ja schon gesagt, sie guckt meine alles, Videos alles nicht voll. Auf jeden Fall. Meiner Seite aus. Ja, dann werde ich ausrichten. Und ansonsten sehen wir uns dann am 6. Spieltag zu einer absoluten Entscheidung wieder. Und ja, ansonsten werdet ihr sehen, ob morgen dann bei FC Heising auf dem Kanal das Video kommt oder wie es üblich ist bei unseren Fun Cups Videos, einen Spieltag von diesen ganzen Spieltagen, da kommt immer kein Video, irgendeinen Tag ist es meistens. Und immer liegt es an dir, unglaublich. Das ist so gar nicht wahr, letztes Mal, da hatten Nein, red dich nicht raus, das will keiner hören. Okay, verstehe ich. Und hast du ad hoc eine Fußballweisheit zur Hand? Boah, dafür ist doch der Heising zuständig.
Aber jetzt nicht so ein Standardding wie der Das Runde gehört Fußball ins ist rund Eckige, ja, und ich ja. weiß. Ja, vor, was haben wir denn da noch? Was haben wir denn letztens hier gehabt? Ach so, ja. Vermeidet es, den Torwart als Libero spielen zu lassen. Punkt, so. Mehr habe ich jetzt Okay, nicht. dem schließe ich mir nur an im Torwart-Thema mit dem Spruch, wir brauchen Eier. So So. ist es. So Und ist es. damit sage ich Zwar schon kein mal Rührei. bis denn dann, ciao und überlässt das letzte Wort unserem Junior-Kommentator. Gut, dann fange ich mit meiner Lebensgeschichte mal an. Jetzt, wo ich Zeit habe. Nein. Ja, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich wieder übermorgen. Bis dann. Meep, meep.